Herzlich willkommen zu Folge 11 von Let's Play Night of the Rabbit. Wir machen genau da weiter, wo wir letztes Mal waren. Das heißt, im Sumpf, wir haben jetzt die Briefe ausgeliefert. Und ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Auch nach dem Anschauen der Videos habe ich wirklich immer noch überhaupt keine Ahnung, wie es weitergeht. Oh, aber vielleicht... Wir haben ja noch diesen Werbezettel für Violinenkurse. Vielleicht interessiert sich ja dieser, Hubert hieß er, glaube ich. Oder Humbert. Vielleicht interessiert sich ja Humbert dafür. Überfluteter Weg. Also gehen wir mal Humbert suchen. Oder wir geben den Zettel Anja. Und sie überredet dann den Humbert. Klingel. Sekunde. Willkommen zurück. So, probieren wir es mal. Eine wunderbare Idee. Ist es? Ja, genau das Richtige für den kleinen Humbert. Dann kann er zusammen mit Plato Violine spielen. Ich werde ihm ganz bald davon erzählen. Gut, dann haben wir jetzt also diese Aufgabe auch erledigt. Eine Sumpfdotterblumenknospe. Wer würde sich über eine Blume freuen? Könnten Sie Plato geben für seine Anja? Probieren wir es mal. Wir brauchen ja unbedingt noch einen zweiten Laubtaler. Es gibt ja einige Sachen, wo wir rein müssen. Einige, überhalte ich besser. Einige Häuser, zum Beispiel dieses eine seltsame Haus. Bei der Person, die bis jetzt noch nicht mit uns gesprochen hat. Und in das Zwergenhaus. So, probieren wir das mal. Kannst du das für mich ausliefern? Gerne. Aber ohne versiegelten Umschlag und Briefmarke darf ich das leider nicht annehmen. Mein Chef, der Postbiber, achtet da ganz, ganz genau drauf. Und seit unser Postamt am Fluss unter Wasser steht, wird er noch schneller sauer als sonst. Gut, wir brauchen also unbedingt einen Umschlag. Aber wo bekommen wir den her? Hier haben wir ein Brett, bei dem ich auch nicht wirklich weiß, was ich damit anfangen soll. Vielleicht habe ich irgendetwas übersehen. Die Pilze müssen wir irgendwie wachsen lassen. Aber den Zauber haben wir noch nicht. Das müssen wir wieder befreien. Vom Eis. Vielleicht funktioniert das ja damit. Das bringt nichts. Und ich frage mich sowieso, warum haben wir eine Münze mit dem Loch, mit dem Faden dran? Das ist auch ganz seltsam. So ein Becher. Gehen wir nochmal dahin. Kommen wir ja auch irgendwie überhaupt nicht rein. Juhu. Bringt also gar nichts. Diesseits des Baches.
haben wir Löcher. Das ist auf jeden Fall ein Portal. Das sieht man auch schon, dass das ein Portal ist. Aber... bringt nicht viel derzeit. Ich finde den so gruselig, dass er weggehen. Oh, eine lächelnde Katzenstatue ist die süß. Okay, gehen wir nochmal in die Stadt. Oh, ein Tautropf. Oh! Anscheinend kann man Tautropfen sammeln. Das eins. Noch einer. Den Belz müssen wir auch loswerden. Hier ist noch einer. Noch einer. Gucken wir mal, ob wir den mit der Harte. Da wird keine harte Harke gebraucht. Diese Betonung auf harte Harke. Ich frage mich wirklich. Vielleicht mag der Fisch. Hagebutten sind cool. Ja, ja. Nicht. Gut. Der Fisch steht nicht auf Hagebutten. Hm. Oh. Noch einer. Schau doch mal. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Gehen wir mal zu dem Hasen. Vielleicht freut er sich ja über eine Blume. Na, den Typ habe ich auch vergessen. Hier findet mich der Kleeblattkapper bestimmt nicht. Da ist er wieder. Stehen bleiben. Ich stehe auf einem Shamrock. Seine Magie gibt mir Kraft. Jawohl, ich kann hier machen, was ich will. Er ist schon wieder entkommen. Ja, wie ich den einfangen soll, weiß ich auch nicht. Noch einer. Da muss ich bestimmt eine ganz ausgeklügelte Konstruktion bauen. Noch einer. Noch einer. Wie dem auch sei. Die behalte ich besser. Gut, er will sie besser behalten. Der braucht Kaffee. Er seufzt. Mir ist auch noch Seufzen zumute. Donnerbalg und Fliegenmist! Lass mich in Ruhe, du Balg! Mein Kleeblatt kriegst du nicht! Wieder einer. Noch einer. Sind hier noch welche? Ich glaube nicht. Naja, wie dem auch sei. Wir haben Blätter zum Harken.
Da wird keine harte Hake gebraucht. Da wird keine harte Hake gebraucht. Da wird keine Hake. Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Wahrscheinlich ist es total offensichtlich, was ich eigentlich tun müsste. Mir fällt nichts ein. Ich habe keine blassen Schimmer. Gehen wir mal aufs Tagebuch. Also das Grundstück ist verschlossen. Gibt es einen anderen Weg, auf das Grundstück zu gelangen? Diesen anderen Weg müssen wir finden. So, sein Fahrrad ist festgefroren. Der kleine grüne Mann. Interessanterweise sind hier überall diese in Kristall eingefrorenen Figuren. Das ist jetzt wirklich ärgerlich. Wieder. Sie jagen den Falschen. Ich hab nichts getan. Vermaledeite Polizei. Jetzt ist er schon wieder entwischt. Ich glaube, wir müssen irgendwas mit diesen Pilzen machen. Da wird kein... Weil da haben wir ja große Pilze und bei dem anderen sind kleine Pilze und wir sollen hier da ja große Pilze haben. Also vielleicht kann man hier die Pilze klein machen. Oh, vielleicht kann ich den... Die behalte ich besser. Oh, ich dachte, ich kann ihn enthypnotisieren. Ja, gemein. Schau mal. Dann dieses Bild. Hier. Noch einer. Oh, das ist auch ein Tropfen. Noch einer. Nehmen wir gerade mit. So, warte mal. Da wird kein... So, das nicht, aber vielleicht die Blume. Die behalte ich besser. Nicht? Die behalte... Ja, ja. Geheimnisvolles Buch. Die Maus mit dem Rucksack hat es mir gegeben. Es ist voll mit Schrift, die ich nicht lesen kann. Ob es wohl diesem geheimnisvollen Waldschrat gehört? Nein. Wieder einer. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung. Ah, dieses Blatt. Vielleicht müssen wir dieses Blatt entfernen. Oder auch nicht. So, benutzen wir mal die Münze. Irgendetwas kommt, das wir nicht kennen. Wir brauchen so eine Erbse. Das bringt nichts. Da wird...
Ich bin besser vorsichtig. Die behalte ich besser. Schwierig. Das bringt nichts. Da wird keine harte Hake gebraucht. Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Gut, nehmen wir hier auch mal die Münze. Ja, irgendwie auch nichts Spezielles. Das ist ganz schön schwer. So. Schauen wir mal hier, ob ich hier was vergessen habe. Auf jeden Fall ein Tropfen. Wieder einer. Und eine Eichhörnchen. Aber irgendwie muss man da ja hinkommen. Gehen wir mal zurück. Wieder einer. Wieder einer. Hier ist noch so eine Kristallstatue. Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Und eine Art von Bernstein-Ding. Ich höre einen feinen Ton. Ganz, ganz leise. Als ob man leicht gegen ein Glas geschnipst hat. So. Die behalte ich. Probieren wir das mal. Das ist nur mein Zauber. Das Spinnennetz können wir nur ansehen. Ohohoho! Das ist eine dicke Spinne. Mein lieber Scholli, solange sie da drin sitzt, darf sie ihr schönes, stabiles Spinnennetz behalten. Ich will die... Und wenn das Netz kaputt ist, nützt es niemanden mehr. Auf jeden Fall müssen wir herausfinden, was das für Kristallstatuen sind. Das könnte interessant werden. Gehen wir mal zum Marquis. Ich mach mich dann mal wieder an. Viel Erfolg! Gut, das bringt mir einen Moment. Ach so, nein. Ich dachte, da wäre etwas Interessantes gelegen. Was seufzt denn die noch so? Sie hat doch was sie will. Ist das nicht eine super fesche und totschicke Superhörnchen-Handtasche? Da bekommen sicher alle Lust, mich ins Theater einzuladen. Ja, ich nicht. Da ist er wieder. Steht. Ja, ja. Ich stehe. Er ist schon. Diese Steinplatte mit dem Shamrock. Irgendetwas muss. Die behalte ich besser. Das bringt nichts. Dem würde ich irgendwie gern Kaffee geben. Ich habe aber keinen. Donnerball! Ja, ja.
Kopfflaume, lauf noch langsamer. Da steht A. Molena. Bitte keine Werbung einwerfen. Wie mysteriös. Das ist irgendwie traurig, aber ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, was ich machen muss. Wir probieren mal, ob wir irgendwie... Moment. Nein. Nein. Ich habe gerade noch was gesehen. Nehme ich einen Tropfen. Wieder einer. Wir probieren mal, ob wir irgendwie in das Zwergenhaus reinkommen. Irgendwie muss das ja funktionieren. Noch so ein Tropfen. Da ist ein Zeichen. Gehen wir mal runter. So ein Tropfen. Aber die Pilze müssen noch ein ganzes Stück wachsen, damit ich am Baumstamm hochlaufen kann. Dann könnte ich auch nachschauen, warum es dort oben schneit. Spannend. Schade, dass das Tor zu ist. Das bringt nichts. Ich wollte die Tür. Das bringt nichts. Da wird keine harte Hake gebraucht. Ja. Traurig, aber wahr. Diebe halte ich besser. Ich habe leider keine Ahnung, wie es weitergeht. Und sowieso ist die Zeit für heute auch schon wieder vorbei. Damit sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, dass mir bald einfällt, wie wir weiterkommen. Danke für euer Zuschauen. Tschüss.